Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Stefan Kleinhens. Ich möchte Ihnen heute nochmal unser Essentials-Portfolio näher bringen. Wir haben unsere Essentials-Leuchten überarbeitet, unser Produktangebot überarbeitet und dann möchte ich Ihnen nochmal einen Gesamtüberblick über unsere Essentials geben und ein besonderes Augenmerk auf die neuen Produkte in dem Portfolio legen. Dazu haben wir uns eine Agenda ausgedacht, die folgendermaßen aussieht. Ich würde zunächst kurz nochmal zur Orientierung des Portfolios, also der Essentials-Leuchten in unserem LS-Gesamtangebot gehen. Ich gehe kurz nochmal den Essentials-Ansatz durch und würde dann nochmal die Gesamtproduktübersicht aufzeigen. Ein paar Anwendungsbeispiele wie unsere Standardleuchten hier sozusagen in den Anwendungsbereichen, die unsere Kunden eben tagtäglich betreffen, wie unsere Leuchten da hineinpassen. Dann würde ich nochmal über die Produkthighlights, also die Neuprodukteinführungen, kurz sprechen und dann an den Kollegen Sebastian Reichert übergeben aus dem Marketing, der ein bisschen den Marketingansatz dahinter noch erklärt und die Angebote, die wir da explizit für dieses Portfolio machen. Zunächst mal die Osram Essentials Leuchten im Produktportfolio, in unserem Produktportfolio. Wir haben in der Marke Siteco die sehr spezifischen Leuchten im High-End-Bereich und die Osram Leuchten in der Marke Osram für primär für das Lagergeschäft. Da der Ansatz, den wir für die Essentials Leuchten fahren, ist, dass wir für alle Anwendungsbereiche und für alle Produktkategorien, die wir eben in den Standardanwendungen sehen, Leuchten definiert haben und diese sozusagen maßgeschneidert für diesen Anwendungsbereich zur Verfügung stellen. Wir haben hier bei den Essentials-Leuchten eine geringere Anzahl an Varianten im Vergleich zu beispielsweise unserem Siteco-Portfolio, was die Produkte besonders gut für das Lagergeschäft eben im Großhandel eignet. Wir haben diese Produkte verfügbar am Lager auf unserer Seite. Wir haben ein sehr vielseitiges Portfolio, das eben diese Anwendungsbereiche alle abdeckt und eben sowohl für den 1-zu-1-Ersatz geeignet ist, also für den 1-zu-1-Austausch im Endeffekt und aber auch für Neuinstallationen gut geeignet ist. Und wir entwickeln und designen sozusagen unsere Leuchten hier in diesem Bereich und erfüllen damit natürlich dann auch den Qualitäts- und Performance-Standard, den man von Leuchten in der Marke Osram hier erwarten kann. Zu den Anwendungsbereichen oder zu den grundsätzlichen Bereichen in der Beleuchtung, also sprich den einfachen 1-zu-1-Austausch von bestehenden Installationen, möchte ich ein Beispiel geben, wie wir das erfüllen, als beispielsweise bei der Punktoled COB. Dort haben wir eben darauf abgezielt, einen 1-zu-1-Ersatz, einen wirklich vollwertigen 1-zu-1-Ersatz für Halogen-Spotlights zu haben und zu entwickeln. Und das äußert sich eben hier im Beispiel von Punktoled COB daran, dass wir natürlich die gleichen Einbaudurchmesser haben. Wir haben die gleiche Lichtwirkung wie beim Halogen-Spotlight beispielsweise, also eine gleiche Lichtverteilung. Wir haben so ein gleiches Look and Feel. Wir haben nämlich diese facettierte Reflektoroptik, die man von den Halogen-Downlights einfach kennt, mit einem COB-Modul, deswegen auch der Name Punktoled COB, und haben dann auch die Möglichkeit, eben Phasen an- und Abschnitt zu dimmen mit diesen Produkten, so wie es eben auch bei den Halogenstrahlern sehr, sehr verbreitet war. Für Neuinstallationen haben wir dann aber auch sehr flexible Produktkonzepte sozusagen, in denen man einfach, wenn man mehr Freiheiten hat, hier eine komplette Neuinstallation zu machen,
das passende Produktkonzept zu wählen, wie beispielsweise bei der Lumilux Kombi, da, wo wir sehr viele Varianten haben, mit Erweiterungen, mit unterschiedlichen Längen und mit unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten auch. Und die sind frei untereinander kombinierbar mit einem festen Anschluss, mit Netzstecker oder dann eben die Erweiterungen an der Stelle. Wenn wir in die Gesamtübersicht unseres Essentials-Portfolios blicken, dann haben wir hier mal eine Gesamtübersicht für die einzelnen Produktkategorien, in denen eben deutlich wird, dass wir für alle Anwendungsfelder oder beziehungsweise auch für alle Produktkategorien eine Vielzahl an unterschiedlichen Leuchten haben, um die Anwendungsbereiche dort, diese Standardanwendungsbereiche, möglichst genau zu bedienen. Also für jeden Anlass in diesen oder für jede Anforderung in diesen Anwendungsbereichen sollte hier eine Standardleuchte zu finden sein. Und wir erweitern natürlich unser Angebot auch ständig, was man hier sieht, daran, wie viele neue Produkte wir hier in der Essentials Range aktuell wieder eingeführt haben. Um das ein bisschen mit dem Alltag der Kunden auch zu verbinden, ein typischer Anwendungsfall, der jedem Installateur auch so tagtäglich begegnet, den er mit unseren professionellen Leuchten sehr gut bedienen kann. Wir haben hier ein paar verschiedene Anwendungsfälle herausgehoben und auf den folgenden Seiten möchte ich dann darauf eingehen, welche Leuchten denn dafür welchen Bereich sehr gut geeignet sind und warum. So haben wir beispielsweise die für Garagen oder Nebenräume, zum Beispiel die Lumiline IP65. Das ist eine sehr schlanke, schmale und platzsparende Leuchte. Wenn es um sehr enge Einbauräume geht, ist die da hervorragend geeignet, da sie nämlich wirklich sehr, sehr kompakt baut, dennoch aber nicht auf den Lichtstrom verzichtet, den man in solchen Anwendungen braucht. Also bis zu 4400 Lumen können wir mit der Lumiline IP65 erreichen und haben trotzdem eine IP65 geschützte Leuchte und gerade bei engen Einbausituationen, also beispielsweise in Betondecken mit schmalen Ausfräsungen, passt die hervorragend. Oder eben aber auch, wir haben auch eine 60 cm Variante, die sehr gut auch in Schaltschränken zum Beispiel Anwendung finden kann oder aber auf Montagetischen. Dementsprechend auch die Lumiline IP65 hat hier ist in der Version, in der wir sie eingeführt haben, silikonfrei jetzt und kann in unterschiedlichen Montagesituationen so Anwendung finden. Drei Längen sind hier verfügbar, die 60 cm, 1,20 m und 1,50 m. Ein weiteres Beispiel für derlei Anwendungen wäre die Aqualine die Aqualine LED. Die Aqualine LED zeichnet sich durch ihr sehr komfortables Anschlusskonzept aus. Das heißt, es ist eine Feuchtraumleuchte, eine IP66 geschützte Feuchtraumleuchte, die wirklich sehr, sehr einfach zu installieren ist. Durch ihr ausziehbares Anschlussterminal, also wirklich sehr einfach zu installieren, kein Vergleich zu einer traditionellen Feuchtraumwannenleuchte, die aufwendig geöffnet werden muss, ist hier wirklich der Anschluss sehr, sehr einfach zu realisieren und sehr, sehr zeitsparend im Anschluss dementsprechend. Die Aqualine LED verfügt dann auch über eine integrierte Durchgangsverdrahtung, 3 x 1,5 mm, die durch die Leuchte geführt wird und auch auf der anderen Seite dann ebenso einfach über das sehr komfortable Anschlussterminal dann auch weiter zu verdrahten ist. Ist durch ihr Produktsetup einfach für allerlei Feuchtraumleuchtenanwendungen hier ideal geeignet und eben sehr einfach zu installieren. Weiter für den Eingangsbereich beispielsweise, haben wir die Powerbrick-Familie.
Hier haben wir die traditionelle Schiffsarmatur, sage ich mal. Und wir haben auch eine Slim-Variante, die auch eben in platzsparenden Anwendungen sehr gut installiert werden kann. Ist auch IP65 geschützt und sehr leicht zu installieren durch eine separate Montage- und Anschlussplatte. Die lichttechnische Einheit wird dann nur noch aufgesetzt. Es ist ein sehr bekanntes und verbreitetes Design, auf das wir uns hier gelegt haben mit der Schiffsarmatur. Sie ist sehr lichtstark auf dem kleinen Raum, also sie ist IK09. Sie hat ein Rating von IK09 und sie gibt 900 Lumen. Sie hat ein Lichtpaket von 900 Lumen, sowohl in der Slim als auch in der traditionellen Ausführung hier. Was für solche Anwendungen eben sehr gut, beispielsweise auch in Schaltschränken, sehr gut Anwendung finden kann. Wir haben die Familie auch erweitert um eine PowerBrick 800, die sogar nochmal lichtstärker ist mit 1800 Lumen und auch etwas sogar noch robuster ist. Die hat auch also von unten eine Herstellererklärung zur Verwendung in der Lebensmittelindustrie, als auch für die Außenanwendungen und kann. Ist sogar IK10 und bei Deckenmontage ballwurfsicher. Des Weiteren für den Eingangsbereich beispielsweise eignet sich sehr gut unsere Noxlight HP Floodlight. Die Noxlight HP Floodlight zeichnet sich ganz besonders dadurch aus, dass sie zwei PIR-Infrarotsensoren hat. Das heißt, die bietet auch einen Unterkriechschutz und erweitert somit einfach den Erfassungsbereich. Sie ist auch 90 Grad, also wirklich senkrecht nach unten strahlend installierbar und hat einen richtbaren Lichtkopf. Sie ist auch sehr einfach zu installieren durch die Montageplatte, auf der sich dann auch der Anschluss zum Elektrifizieren befindet und dann der eigentliche Leuchtenkörper nur noch aufgeklickt wird. Bei der EcoPack LED handelt es sich um eine sehr geeignete Leuchte für die Gänge, für die Nebenräume und als lineare Balkenleuchte einfach für die Wand- und Deckenmontage. Und hier zeichnet sich die EcoPack LED dann durch ein sehr ansprechendes und hochwertiges Design aus. Es hat einen Aluminiumkorpus, ein Aluminiumprofil, das sich zur einfachen Montage auch von der lichttechnischen Einheit trennen lässt, sich dann sehr einfach installieren und anschließen lässt, elektrifizieren lässt und dann einfach die lichttechnische Einheit nur noch aufgeklickt werden muss. Auch diese Leuchte ist in den Standardlängen 1,20 und 1,50 verfügbar und kann Lumenpakete bis zu 500 Lumen abbilden. Die Posivo LED Flat beispielsweise eignet sich dann auch für Flure, Treppenhäuser, für alle Wand- und Deckenleuchten Anwendungen, in denen man runde Leuchten findet oder verwenden möchte. Und hier haben wir ein sehr zeitloses Design. Wir haben auch Versionen verfügbar bei der Posivo LED Flat mit integriertem HF-Sensor, also einem Sensor, der von außen dann auch nicht sichtbar ist. Und wir haben eine sehr homogene Ausleuchtung und Lichtverteilung bei der Leuchte. Für den gleichen Anwendungsbereich haben wir die Rondell Flat gerade neu eingeführt. Da haben wir später auch noch sehr detailliert genauere Produktinformationen dazu, denn sie zeichnet sich besonders durch ein sehr modulares Konzept aus, ein Baukastenprinzip sozusagen, auf das ich dann aber in den weiteren Folien gerne nochmal genauer eingehen möchte. Die Punkto LED COB hab ich schon kurz erläutert. Die ist besonders für Flure und Treppenhäuser auch oder Loungebereiche oder überall, wo traditionelle Halogenleuchten eben installiert waren, Halogen-Downlights installiert waren. Und hier wirklich der Fokus liegt auf dem sehr einfachen 1:1-Austausch dieser Halogen-Varianten
mit Pass 16. Hier gibt es zu erwähnen, dass es diese Varianten jetzt auch mit 2700 Kelvin Lichtfarbe gibt. Also 2700, 3000 und 4000 Kelvin für alle Leistungsstufen der Punktoled-COB. Ein auch sehr neues Produkt ist ist der Punktoled Spot, den wir kürzlich auch erst eingeführt haben. Der Punktoled Spot zeichnet sich dadurch aus, dass er besonders für die Akzentbeleuchtung auch nochmal anwendbar ist, da es ein Spot ist, der richtbar und aus der Decke sozusagen nochmal zu schwenken ist, bis maximal 55 Grad. Und dadurch lassen sich eben sehr einfache Wallwasher-Anwendungen oder aber auch Regalbeleuchtungen nochmal realisieren mit einem sehr hohen Lichtstrom bis 3200 Lumen. Dazu auch später nochmal etwas genauer. Die Punktoled DL ist auch ein sehr bekanntes Produkt in unserer Essentials-Reihe, nämlich ein sehr einfacher Austausch für CFL-Downlights, ein 1:1-Austausch, der die gleiche Lichtwirkung auch hat wie die CFL-Downlights. Sehr einfach zu installieren mit den gleichen Einbaudurchmessern auch. Und hier zu erwähnen, ist, dass wir auch die Punktoled DL jetzt in einer sehr hochwertigen Variante mit einem silbernen Finish anbieten. Um hier einfach auch flexibler in der Deckenintegration zu sein, kann hier jetzt auch eine matt-silberne Variante gewählt werden bei Punktoled DL. Des Weiteren haben wir neu eingeführt die Prevalite Downlight, die auch für den gleichen Anwendungsbereich wie die Punktoled COB sehr gut verwendet werden kann. Hier zur Prevalite Downlight kann gegriffen werden, wenn es wirklich rein aufs ökonomische Licht ankommt, also wirklich auf niedrige Anschaffungskosten auch. Denn hier haben wir einen Austausch, da sind wir in der Preisklasse, die sich durchaus mit Retrofit-Lösungen im LED-Retrofit-Bereich messen kann und trotzdem ein sehr interessantes Design noch an den Tag legt mit dem auch facettierten Reflektor, den wir bei der Prevalite Downlight gewählt haben. Für die Besprechungsräume in unserem Beispiel hier mit verschiedenen Anwendungsfällen haben wir beispielsweise auch sehr neu in der Essentials-Reihe den Nachfolger unserer sehr bekannten Luxi-LED, die Apollon. Eine Einlegepanelleuchte, die eben voll arbeitsplatztauglich ist, mit einer sehr guten Entblendung von UGR kleiner 19 und BAP 65. Sie gibt es in allen Varianten. Wir bieten die Apollon-Familie inklusive On-Off- und DALI-Varianten an. Apollon zeichnet sich auch nochmal besonders durch ihr Anschlusskonzept aus. Auch dazu aber in den Highlight-Folien nochmal mehr. Als sehr preiswerte Variante dafür, für auch Besprechungsräume oder alle flächenleuchtenden Einlegeleuchtenanwendungen haben wir dann auch noch die Flatlight im Angebot. Da kommen wir auch in der Übersicht, in den Highlight-Folien nochmal dazu, wo genau denn die Unterschiede zwischen Flatlight und Apollon liegen. Auch für die Arbeitsplatzbeleuchtung, genauso wie die beiden Panels, wenn es nicht eine Einlegeleuchte sein soll, sondern eine Downlight-Beleuchtung gewünscht ist, haben wir die Letvalux-Familie. Dort haben wir zusätzliche Varianten, also zusätzlich zu unserer UGR 22 Standardvariante mit einer diffusen Abdeckung, haben wir auch Varianten mit einem Darklight-Reflektor, der eine sehr gute Entblendung aufweist, auch UGR kleiner 19 und BAP 65 Arbeitsplatz geeignet ist. Des Weiteren dann, wenn wir in unserem Anwendungsbeispielfall uns etwas weiter bewegen, für Umkleideräume beispielsweise oder sanitäre Anlagen,
haben wir eine Downlight-Lösung wie Punktolet IP65 im Angebot, die eben raumseitig IP65 geschützt ist und sich gut für die Allgemeinbeleuchtung eignet, durch ihren breiten Ausstrahlwinkel von 2x45 Grad. Für den weiteren gebäudenahen Anwendungsbereich haben wir beispielsweise die Noxlight Smart-Familie, die sich kabellos gruppieren lässt und durch ihre Easy-Fix-Installation, genau wie das HP Floodlight beispielsweise, sehr einfach auch installieren und dann auch gruppieren lässt. Weiter für die Zuwegungen beispielsweise haben wir sehr neu in unserer Essentials-Reihe die Prevalite Floodlight, ein Fluter im Basisbereich mit einem Lichtstrom von 800 bis 4000 Lumen in verschiedenen Leistungsstufen von 8000 bis 400 bis 4000 Lumen erhältlich. Hier ein starker Fokus eben auch auf die Kosteneffizienz. Also ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erhält man mit der Prevalite Floodlight. Und durch die schmale Bauform, also das Prevalite Floodlight, der Fluter in der Prevalite-Familie, der zeichnet sich durch seine wirklich sehr kompakte Bauform aus und seine extrem flache Bauform. Also auch in der größten Leistungsstufe, die sich hier bei 50 Watt beläuft, also 4000 Lumen dann, haben wir eine Stärke von gerade unter 3 cm. Wenn wir nun in die Produkte schauen, die wir uns etwas genauer anschauen wollen, in der Essentials-Familie oder im Essentials-Line-Up, dann kommen wir zunächst auf die Apollon zu sprechen. Die Apollon, wie gesagt, ein Einlegepanel für die Büroanwendung, das sich auszeichnet dadurch, dass wir ein integriertes Vorschaltgerät haben. Also wir haben kein aufsitzendes Vorschaltgerät mehr hinten auf der Rückseite des Panels, das sichtbar ist, sondern das ist wirklich integriert ins Gehäuse. Wir haben eine hohe Lebensdauer von 50.000 Stunden. Wir haben insbesondere die geräumige Anschlussbox, die die Montage eben sehr erleichtert und den Anschluss insbesondere auch sehr erleichtert. Der auch für die Durchverdrahtung geeignet ist, die Anschlussbox, sowohl bei der On-Off-Variante als auch bei der DALI-Variante, hier mit den Zugentlastungen und den Anschlussklemmen für die Durchverdrahtung schon integriert. Wir haben Lichtströme bis 4000 Lumen und haben eine sehr gute Entblendung und eine sehr flächige Ausleuchtung dieses seitlich eingekoppelten Einlegepanels. Ich habe zu den Produkten, auf die wir hier näher eingehen, nochmal die genauen technischen Daten. Da springe ich etwas drüber. Stören Sie sich bitte nicht daran. Das ist einfach dadurch, dass wir das Ganze auf YouTube aufzeichnen, kann man dann im Nachgang sich nochmal genau die technischen Daten anschauen, kann man pausieren und sich die anschauen, wenn es gewünscht ist. Vom Installationskonzept her hier einfach auch nochmal herausgestellt, was das Besondere an der Anschlussbox eben bei der Apollon ist und wie die Durchverdrahtung dann in der Installation wirklich ausschauen kann. Dagegen oder dazu im wirklich Basisbereich dann die Flatlight noch mit einer Lebensdauer bis zu 30.000 Stunden. Hier haben wir das im bekannten Design sozusagen mit dem aufgesetzten Vorschaltgerät auf der Rückseite, mit einem auch weißen Rahmen und der UGR-19-Abdeckung, dem UGR-19 Licht, der lichttechnischen Einheit hier, auch ein seitlich eingekoppeltes Einlegepanel, um mit den technischen Daten, wie sie hier zu finden sind. Und jetzt nochmal zum Vergleich Flatlight und Apollon. Wo unterscheiden sich die beiden Panels? Einmal eben der Fokus auf den Anschaffungspreis bei der Flatlight, dafür eben hier nur in der On-Off-Variante und nur bis 3500 Lumen mit dem
traditionellen Konzept mit dem Vorschaltgerät aufgesetzt auf der Rückseite. Und im Vergleich dazu die Apollon dann mit den 50.000 Stunden Lebensdauer und dem Lumen-Paket bis 4.000 Lumen, mit dem integrierten Vorschaltgerät, der komfortablen Anschlussbox und zusätzlich eben den DALI-Varianten und auch allen Varianten, was Anbau, Einbau und Panel angeht. Beim Punkt OLED-Track nochmal herauszustellen, die Parameter, die beim Punkt OLED-Track besonders hervorstechen, ist, er ist 350 Grad drehbar, er ist 350 Grad schwenkbar, also wirklich für die Akzentbeleuchtung sehr gut geeignet, weil sehr flexibel. Er hat den sehr gängigen GA69 Adapter für die Dreiphasenstromschiene, also ist wirklich Plug and Play und kompatibel mit allen gängigen Dreiphasenstromschienen im Markt. Wir haben, wie gesagt, das ansprechende Design mit dem silberfacettierten Reflektor und der COB. Wir haben die Flexibilität mit den 8 Varianten in der Familie bei Punkt OLED Track. Es gibt ihn also in Weiß und in Schwarz und jeweils in 2 Lumenpaketen mit jeweils 2 Lichtfarben. Vom Montagekonzept her, wie gerade angesprochen, wirklich einfach Plug and Play in die Stromschiene. Beim Punkt OLED Spot handelt es sich um eben den Spot für auch die Akzentbeleuchtung. Hier eben 55 Grad aus der Decke ziehbar, also für Anwendungen eben beispielsweise in der Regalbeleuchtung oder aber auch als Wallwasher, weil ohne Schattenbildung das möglich ist, dadurch, dass es sich wirklich aus der Decke herausziehen lässt. Das Lumenpaket geht bis zu 3200 Lumen und die Leuchte an sich ist nochmal IP40 geschützt und 350 Grad auch nochmal drehbar. Zwei Varianten gibt es davon, weil es zwei Lichtfarben vom Punkt OLED Spot gibt. Vom Einbaukonzept her wie ein ganz normaler Downlight oder eben Strahler im Shop-Bereich. Des Weiteren möchte ich auf die Rondell Flat nochmal im Detail eingehen, die wir vorher kurz gesehen haben. Wir haben hier die Rondell Flat eben zeichnet sich durch ihr sehr flaches Design mit einer sehr hohen Lichtqualität aus, also eine sehr homogene Ausleuchtung einerseits der Abdeckung, auf der anderen Seite eben aber auch eine sehr gleichmäßige Lichtverteilung im Raum mit einer indirekten Deckenaufhellung. Es handelt sich um ein integriertes EVG, es lässt sich sehr leicht installieren eben. Es gibt Varianten der Rondell Flat mit Lightify-Kompatibilität und Tunable White. Wir haben ein optionales Zubehör, falls eine Montage mit einem seitlichen Kabeleinlass benötigt wird, kann man das auch mit der Rondell Flat abdecken. Und wir haben ein sehr flexibles Konzept darauf. Das sieht man jetzt dann gleich nochmal. Der Innenbereich der Leuchte, der mittlere Teil, ist sehr einfach zu lösen. Und in dem mittleren Teil der Leuchte können dann modular sozusagen unterschiedliche Baukomponenten eingesetzt werden, die über uns als Accessoires dann nochmal zusätzlich oder als zusätzliche Funktionalitäten sozusagen zu erwerben sind. So kann in den mittleren Bereich, haben wir aktuell schon verfügbar, ein Notlichtmodul mit der 3-Stunden-Batterie integriert werden. Wir arbeiten auch daran, hier zum Beispiel noch ein Sensormodul aufbringen zu können. Die Familienstruktur der Rondell Flat stellt sich dann wie folgt dar. Wir haben zwei Lichtpakete, die 900 Lumen und 1800 Lumen. Wir haben die On-Off-Variante und die Lightify-Variante in der großen Version, die dann auch Tunable White kann. Wir haben das Notlicht-Kit, das auf alle Varianten passt.
Wir haben eben dieses Montagezubehör für den seitlichen Kabeleinlass und wir arbeiten an weiteren Funktionalitäten, die man über diesen modularen Ansatz sozusagen der Leuchte hinzufügen kann. Hier ist dann nochmal kurz das Montagekonzept vorgestellt, indem man wirklich sieht, wie einfach hier die Montage auch der Rondell Flat vonstatten geht. Des Weiteren noch ein kurzer Hinweis auf die Prevalight-Familie. Die Prevalight-Familie besteht heute aus einem Downlight und einem Fluter, das wir eingeführt haben. Hier der Fokus stark auf der eben sehr günstigen Anschaffung der Produkte und dem auch sehr schlanken Produktportfolio, das wir hier haben. Die Kernparameter sind hier nochmal hinterlegt, einmal für das Prevalight Downlight, das ist in zwei Baugrößen und zwei Lichtströmen bis zu 780 Lumen dann entsprechend gibt. Und hier auch nochmal der Hinweis dann zur Installation der Prevalight Downlight. Das Prevalight Floodlight ist dann der Fluter, der IK06 und IP65 als Leistungsmerkmale hier hat und eben in den Lumenpaketen 800, 1600, 2400 und 4000 Lumen zur Verfügung steht und sich insbesondere eben durch seine sehr flache Bauform auszeichnet. Damit wäre ich für den Produktteil durch, bedanke mich schon mal für die Aufmerksamkeit daran und würde dann an den Sebastian Reichert übergeben, der noch kurz auf die Marketingmaterialien eingeht. Gut, danke Stefan. Guten Tag zusammen. Mein Name ist Sebastian Reichert, bin zuständig für das Vertriebsmarketing in Deutschland. Wie wir gerade gesehen haben, großes Portfolio, attraktives Portfolio, ganz viele unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten und Anwendungsbereiche, in denen wir dieses Portfolio platzieren können. Da ist das Thema Kommunikation eine sehr wichtige Rolle. Und wir fokussieren natürlich, wenn wir da mal auf die erste Folie gehen, die wir vorbereitet haben, fokussieren natürlich da stark und immer stärker auf den Kanal online. Einerseits, weil die Reichweite dort am größten ist, andererseits, weil es das Medium ist, was immer stärker auch im Bereich genutzt wird. Und wir haben Regelkommunikation einerseits und einzelne Highlights andererseits, die wir dann kampagnenmäßig setzen. Das Ganze steht und fällt natürlich mit einer ordentlichen Produkt- und Kommunikation über die Produkteigenschaften und Daten, dass wir sicherstellen, dadurch, dass wir sie in unserem elektronischen Katalog haben, auch auf unserer neuen Webseite lightingsolutions.osram.de oder www.osram.de/ls. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie Sie diese Adresse erreichen. Dort haben wir ein Web-Relaunch gemacht als Gesamt-Lighting Solutions-Gruppe von Osram und dort finden Sie alle Produktdaten, Ausschreibungstexte, Montageanleitungen, Abmessungen und Größen der Leuchten, die wir gerade vorgestellt haben, direkt immer zur Markteinführung und pünktlich. Andererseits haben wir regelmäßige Kommunikation auf unseren Online-Kanälen wie YouTube, auf unserem Blog, bei LinkedIn und wir stellen diese neuen Produkte regelmäßig in Newslettern vor, die man abonnieren kann. Das lege ich Ihnen ans Herz. Einfach mal registrieren für unsere Newsletter, dann werden Sie regelmäßig mit aktuellsten Produkt- und Applikationsinformationen versorgt. Und wir arbeiten natürlich auch mit bekannten Plattformen wie zum Beispiel Voltimum zusammen, aber natürlich auch mit unseren Vertriebspartnern von Zonepar, DEA, GC, was es dort alles gibt, die natürlich auch eigene Online-Plattformen haben, denen wir Content zur Verfügung stellen. Einerseits für die Kataloge, die sie dort zur Verfügung haben und bereitstellen, andererseits natürlich für ausgesuchte Aktivitäten, wie zum Beispiel die Markenoffensive von Zonepar, in der wir mit ausgesuchten Artikeln drin sind oder eben auch der Tech Select Kategorie von der DEA. Das ist zum einen das Thema online und digital. Damit erreichen wir eine große Reichweite und machen unsere Produkte bekannt. Andererseits, wenn wir jetzt nochmal eine Folie weitergehen, haben wir natürlich und nach wie vor müssen wir auch das bereitstellen, das Thema analoge Kommunikation, Kataloge
und allgemeine Mediapräsenz, bin vorhin schon mal drauf eingegangen. LinkedIn, Twitter, YouTube, wir haben einen eigenen Osram-Kanal auf YouTube. Auch da lohnt sich das regelmäßig reinschauen. Man kann es ja auch abonnieren, dann kann man sich das Reinschauen sparen. Dann kriegt man immer die aktuellsten Informationen. Und natürlich das Ganze auch immer permanent aktuell zu halten, was das Thema Search Engine Optimization, also SEO, angeht. Also immer versuchen, dass man bei Google möglichst vorne dran ist und bei den anderen Suchmaschinen und dort am besten gelistet ist. Das geht nur mit Content und Relevanz. Und Content und Relevanz ist auch das, was wir auf der nächsten Folie eben bereithalten, in analogen Medien, die wir dann am Point of Sale, weil das ist unser Vertriebskanal dann im Elektrogroßhandel, anbieten, um auch dem Vertrieb des Elektrogroßhandels Hilfen und Unterstützung aktiv an die Hand zu geben, und dort auch mit unserer Marke präsent zu sein, eben diese Produkt- und Applikationsinformationen, Anregungen und also Präsenz am POS mit unterschiedlichen Medien zu gestalten, vom Katalog bis zur Broschüre. Und was Sie hier gerade sehen, ist aktuell, das rollen wir gerade aus in die Fläche, ein sehr umfangreiches POS-System, bei dem wir eben immer aktuell bestücken können, die neuesten Produkte, die wir in unseren Launch-Windows jetzt dann zur Verfügung stellen, sodass wir hier auch eine starke Position, eine starke Präsenz direkt am Point of Sale im Großhandel bekommen und dort auch präsent sind. Das Ganze ist ein Gesamtpaket, das muss man als Gesamtpaket sehen. Also einerseits haben wir im Fokus das Gesamtportfolio der Essentials zu kommunizieren. Andererseits natürlich auch mit einzelnen Aktionen wie bei einer Apollon oder bei einem C-Compact Aktionen zu setzen, konkret dann eben mit unseren Vertriebspartnern im Elektrogroßhandel und die Akzente zu setzen und dann aktiv den Vertrieb zu unterstützen einerseits und eben auch die Produktbekanntheit und Produktkommunikation zu forcieren. Das war es in kurz. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte mich auch nochmal recht herzlich für die Zeit, das Interesse und die Aufmerksamkeit bedanken und wünsche dann einfach noch einen schönen Tag und freue mich auf viele Kontakte. Dankeschön, wiederhören.